Molotow-Cocktails. Halten Sie den Right-Button gedrückt, um einen Molotow-Cocktail herzustellen. Hätte es auch mit einem Brennpfeil machen können. Das ist schön. Freut mich, dass du ein bisschen Zeit hast, Sakura. Ja, wir können ja mit Käfern irgendwas machen. So richtig bin ich, was das angeht, noch nicht konform. Ich muss hier ein bisschen vorsichtig sein. Oder ich versuche ein bisschen vorsichtig zu sein, weil ich nicht weiß, ob hier irgendwelche Fallen oder so sind. Ich habe das Spiel schon mal ein bisschen weiter gespielt an sich. Aber... Möge Vaders Wunsch nach Macht gestillt werden, wenn wir ihm in die jenseitige Welt folgen. Gut, kurz, knackig, bündig. Hier geht's wohl nicht weiter. Oh, Scheiße! Oh, au, au, au. Oh Gott, nein! Nein! Au! Ah! Durch die Backe! Durchs Becken! Boah, das war aber nichts. Das... Ja. War wohl nichts mit dem Kinderkriegen, Lara. Oh, oh. Oh Gott, nein! Boah. Schitte, schitte. Und da müssen wir wahrscheinlich wieder zurück, so wie es aussieht. Ja, super. Das meinte ich mit ein bisschen aufpassen. Hier runterfallen, ich glaube, das haben mehrere Leute schon probiert. Dieser Raum hat sich besser gehalten als der Rest der Höhle. Ja, aber warum? So, ich habe irgendwas gefunden. Super. 7-Meilen-Stiefel. Schön. Die Frage ist nur... Gibt's hier sonst noch was? Bloß nicht runterfallen, Lara. Bloß nicht runterfallen. Boah. Alter, die Frau muss so viel Schramm am Körper haben. Mädchen, das kannst du doch mit mir nicht machen. Ich bin doch ein alter Mann. Nein! Na, oh, schon wieder. Ach. Was war das denn? Scheiße. Dann habe ich voll verkackt. Da habe ich echt verschissen, weil ich echt nicht wusste, wohin. Jo. Wum, bum, 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 bum. YouTube hat eigentlich eine Zeitanzeige, ja. Weil ich will Shadow of the Tomb Raider... Ja, ich spiele einfach so lange, wie ich Bock habe. So, da wollen wir mal. Ah, so geht's. Okay. Auf Laras Frequenz, da brennt's, my friends. Let's go. Gotta go fast. Ha! Ich wusste, dass da noch irgendwas liegt. So, jetzt habe ich ganz viele Dokumente gefunden. Das Dorf werde ich nochmal in Ruhe absuchen. Aber erstmal möchte ich... auf Killerjagd gehen. Dann muss ich hier zurück. Okay. Ja, dem hat es wohl mitgenommen. Warte mal, kann ich? Nee, okay. Ich dachte, ich könnte hier irgendwo... Hier gibt's Gold, 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 Kohle, Kohle, Money, Money, Money in the Bank.
Na, komm schon, Hera. Ja. Also ihr könnt trotzdem natürlich noch schreiben, Leute, ne? Das ist klar. Wenn ihr wollt. Komm schon, Hera, das schaffst du. Puh, super. Dann muss ich doch hier lang. Hallo Frosch, noch kann ich mit dir nichts anfangen, aber später werde ich dich jagen, gnadenlos. Hey Kiddies. Ich glaub nicht, dass ich das kann, Bancho. Schon ist ganz einfach. Du nimmst ihn und steckst ihm den Böller in den... Du weißt schon, hat er sowas überhaupt? Wie soll er sonst scheißen? Nein, ich will das nicht tun. Das ist fies. Sprengen wir doch ein paar Ananas. Was erzählen wir, Javier? Dass wir ein neues Haustier haben? Cool. Die wollen dem also Frösche haben ja keinen keinen Darmausgang. Die haben das nennt sich Kloake, was sie besitzen. Aber dass die Jungs eben finde ich gut, dass ihr euch umentschieden habt. Lasst den Frosch doch einfach oder von mir aus könnt ihr den gerne adoptieren, aber einen Böller in die Kloake schieben und platzen lassen, das muss nicht sein. Hast du mir noch was zu sagen? Einst wurde die Stadt von dem wachsamen Auge des Kondors beschützt. Doch wir ließen zu, dass der Adler ihn vertrieb. Ich verstehe nicht ganz. Ja, ich auch nicht. Manchmal gehen Sachen im Laufe der Zeit verloren. Wir dachten, Geld würde uns glücklich machen. Aber der Adler nahm auch das. Aha. Adler hat also auch die Leute abgezogen. Sie zwingen unsere Kinder zur Arbeit. Ich weiß, armer Papa. Wir sollten was tun. Sie haben Marco so zugesetzt. Er kann kaum gehen. Wenn wir nichts unternehmen, wird es nur schlimmer. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich bin neu hier, bleibe aber nicht lange. Lass dich nicht täuschen. Das hier ist ein guter Ort. Schwierig, aber gut. Dein Garten hat den Sturm wohl überlebt. Durch Glück und harte Arbeit. Wir haben ihn gemeinsam angelegt, also haben ihn auch alle geschützt. Das ist schön. Das ist super. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, in dem Dorf würde ich mich wohlfühlen. So mit der Moral, mit der Einstellung. Den Garten haben alle angelegt, also haben ihn auch alle beschützt. Super. So. Gibt natürlich noch andere Probleme, mit denen man sich hier rumärgern muss. Aber die Leute kommen klar. Wenn natürlich nicht der böse, weiße Mann aus dem Norden kommen würde und würde die Leute an abziehen. Aber wir sind ja jetzt hier, um das zu ändern. Dies ist eine Huldigung zu Pais, des Totengottes und Herrschers. Nino schreibt gerade, ui, der Frosch hat aber Glück. Supi, das stimmt. Er wird angefleht, mit seiner Legion aus Dämonen an diesem Ort zu erscheinen, wo ihn die Einheimischen mit Gedichten über seine Erhabenheit und Opfergaben in Form von Speisen und Getränken ehren werden. Indem sie ihm auf diese Weise den Respekt zollen, den er verdient, beten die Einheimischen dafür, dass er nur jene zu sich holt, bei denen es unumgänglich ist und anderen ihrer Gemeinschaft nicht unnötig schadet. Alles klar, da haben wir noch mal ein bisschen was über was die ist das? Gottheit gelernt. Ach, oh mein Gott. Bitte, hilf mir. Was ist los? Bist du okay? Die sind hinter mir her. Bist du Pablo? Ja. Alles okay, dein Vater schickt mich. Er ist bei Abby. Geh hin und triff ihn dort. Die Typen übernehme ich. Danke. Vielen, vielen Dank. Ach, super. Ja, ist ja alles gut. Verschwinde von hier. Schwester Lara ist da. Ich würde sagen Mutti, aber die Lara ist zu jung. Von daher würde ich sagen, Schwester Lara kümmert sich drum. Und wenn die sich um etwas kümmert, dann wird sich auch drum gekümmert. Das klingt gar nicht gut. War der Stream kurz weg? Scheiße. Was ist denn in Gefahr? Wir waren immer 10 Leute pro Woche. Ich glaube, es ist sein Bruder. Immer Gewerkschaft hier, Gerechtigkeit da. Bla bla bla. Scheiß Schneeflocke. Sind das die Funde überhaupt wert? Auf dem Schwarzmarkt, definitiv. Stimmt. Fast 100% Aufschlag, egal was wir besorgen. Nein! Fuck!
Warum hat er mich gesehen? Oh, Mist. Ah, das war dumm. Alter, du hast ein... Ich hab ein Aiming. Ich wollte mich gerade über den Typen beschweren, dass der ein Aiming hat wie ein Eimer. Ja, man kann es natürlich auch übertreiben. Yo, bitte noch mehr. Oh, shit. Ah, Mist. Na gut, dann probier's nochmal. Wum, bum, 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 bum. Scheiße. Was ist in ihn gefahren? Wir waren immer 10 Leute pro Woche. Ich glaube, es ist sein Bruder. Immer Gewerkschaft hier, Gerechtigkeit da. Bla, bla, bla. Scheiß Schwung. So, den mache ich mit einem... Stimmt. Fast 100% Aufschlag, egal was wir besorgen. Gut, jetzt geht's darum, die Bewegungsmuster zu studieren. Ich hab Sand für diese Arschlöcher einzuspringen. Der wird gesehen, der unten auch. Wir erleiden Verluste! Verdammte Bastarde! Ich muss herausfinden, was hier vorgeht. Ja. Ich muss warten, bis die weg sind. Ziehen wir's durch. Dürfen mich nicht sehen. Scheiße. Ich warte jetzt explizit noch mal ein bisschen. Zu mir. Aufpassen. Sie gehört uns. So, ich würde sagen, hier wird keiner sterben. Oh, das war mehr Glück im mehr Glück als Verstand. Die Frage ist, wo ist hier noch einer? Mich hier irgendwo verstecken. Wie hat er mich denn da gesehen? Ich glaube, sie ist abgehauen. Scheiße, wo ist sie? Das muss ich mir näher ansehen. Sehe ich mir lieber mal an. Wehe dir, wenn ich dich finde. Wir müssen aufpassen. Feind in Sichtweite. Keine Chance. Sie ist getroffen. So. Wer hast du nicht drauf? Wie konnten die mich sehen? Also bei dem einen war ich... Feuer einstellen. Alles klar. Ich muss zurück zum Dorf. So, entschuldigt, ich bin echt, was das angeht, grausam im Zielen. Schön, dass du zurück zum Dorf musst, aber ich würde hier trotzdem gerne nochmal alles mitnehmen, was ich kriegen kann. Pack deine Sachen und geh zurück ins Dorf. Sei gesegnet. Danke. Kein Problem. So, ich muss zurück zum Dorf. Dem Marco sagen, dass die Leute hier im Arsch sind. Aber hier gibt es bestimmt noch was zu finden. Ein Opfermesser der Inka. Das ist eine billige Plastikkopie der Messer, mit denen während des Inti Raymi, dem Fest des Sonnengottes, traditionell Lamas geopfert wurden.
Gelegentlich wurden diese Messer außerdem für Trepanationen benutzt. Die Inka glaubten, bestimmte Krankheiten könnten geheilt werden, indem man ein Loch in den Schädel bohrt, um den Druck zu verringern. Mhm. Also die ersten Kopfschmerztabletten waren ein bisschen radikal. Das ist natürlich übel Mübel, Leute. Übel Mübel. Hat der Christopher mir gerade geschrieben? Sekunde. Ja, ich erstelle gerade ein neues Spiel auf Steam. Alles klar. Gibt's hier noch irgendwie Loot oder so? Das wäre auch schön. Vielleicht hier oben. Tja. Nein! Nach oben! Okay. Ich habe keine Ahnung, warum die Lara hier hochklettern kann. Aber coole Aktion! Naja. Gut, schön gemacht, aber ich will nochmal zurück. Vielleicht habe ich irgendwo noch was übersehen. Katzenkralle. Rötliche Liane in den Baumkronen des Dschungels gefunden, wird zur Heilung verwendet. Alles klar, weiß ich Bescheid. Aber trotzdem weiß ich immer noch nicht, ob ich hier alles abgegrast habe. Hier kann ich nur irgendwas aufsammeln, um die Leute irgendwie zu abzulenken. Solche Döschen ist zwar ganz nett, aber irgendwie bin ich, was das angeht, nicht so gut. Na gut, dann halt mal drauf geschissen. Autsch, das hat bestimmt wehgetan. Gut, erstmal zurück zum Dorf und dem Bescheid geben, dass die Jungs hier schlafen. So, wunderbar. Hallo Vogel, mach's gut. Ich bin heute nicht auf Vogeljagd. Ich bin gut zu Vögeln. Hat er nicht gesagt? Doch, habe ich gesagt. Sind wir wahrscheinlich wieder die einzigen Zuschauer, Hino. Also Cora hat geschrieben, wenig Zeit habe ich. Denn dann muss ich aber wieder los. Ja. Das ist zwar ganz nett. Aber die scheint auch wieder weg zu sein. Nö, ich glaube, mit der Performance hat es jetzt nichts zu tun. Hier gibt es doch bestimmt irgendeinen Bericht zur Wasserqualität. Miss Ortiz, danke für Ihre kürzliche Anfrage. Anhand der Proben, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, wurde ein Wasserqualitätsindex WQI der Flussgebiete nahe dem Dorf Kuwak-Yaku erstellt. Die Auswertungen zeigen, dass die Qualität als schlecht eingestuft werden sollte, da maßgebliche Faktoren wie Verschlammung, chemische Verschmutzung und Schwermetallbelastung festgestellt wurden. Sowohl Trübungen als auch Feststoffe überschreiten die ökologischen Grenzwerte. Wasser mit einer hohen Trübung ist nicht als Trinkwasser geeignet und die große Menge an Feststoffen bedeutet, dass es auch nicht zur Bewässerung verwendet werden kann, da dies zu einer Schädigung der Böden führen würde. In den betroffenen Flussgebieten wird darüber hinaus höchstwahrscheinlich kein Fischfang mehr möglich sein, was sich wiederum negativ auf die Existenz der Einwohner auswirken wird. Des Weiteren lag der pH-Wert im hohen alkalischen Bereich, während der chemische Sauerstoffbedarf ebenfalls die Grenzwerte überschritt. Beides Indikatoren für eine chemische Verunreinigung des Flusses.
Wasser mit einem hohen pH-Wert, hartes Wasser, ist korrosiv und kann sowohl Rohrleitungen als auch Kleidung angreifen. Hohe Fluoridwerte im Wasser erhöhen das Risiko, an Leiden wie Zahn- oder Skelettfluorose zu erkranken. Darüber hinaus stellen pathogene Bakterien wie Salmonellen ein akutes Gesundheitsrisiko für die einheimische Bevölkerung dar. Oh je. Gut, ich revidiere meine vorherige Aussage. Vielleicht ist es doch nicht so schön, hier zu leben. Aber die Leute sind nett. Bedeutet, Wasser mindestens immer schön abkochen. Du bist neu hier, hm? Ja. Tja, hast einen höllischen Sturm verpasst. Ich hatte durchaus auch damit zu tun. Der Wind hat den Dschungel verwüstet. Hat Bäume umgeknickt und ein paar Häuser einstürzen lassen. Mhm. Es gab Stromausfälle. Das tut mir leid. Ist ja nicht deine Schuld. Fürs Wetter kann niemand was. Tja, wer weiß das schon. Glaube auch nicht, dass wir jetzt großartig verantwortlich für diesen Kram sind. Also auch wenn die Location bei Shadow of the Tomb Raider besser ist, servimos cervezas frias. Aha, cerveza ist Bier. Pescado fresco. Großes Fressen, also Fisch. Wir haben ja gerade gelesen, dass das vielleicht nicht ganz so gesund ist. Ich glaube, ich sollte mir hier echt die Karte zunutze machen. Was haben wir denn hier? Überlebensversteck. Das nehme ich mit. Ist nur die Frage, wie ich da hinkomme. Auf jeden Fall, was ich eben noch sagen wollte, ich kenne ja... Ah, das kann ich nicht mitnehmen. Ich kenne ja beide, beziehungsweise habe in meiner Steam-Bibliothek ja alle Tomb Raider. Und ja, so das Rise of the Tomb Raider vermisse ich schon so ein bisschen. Yo. Ich mach nix. Ich bin lieb. Ich bin lieb. Wo bin ich denn hier? Irgendwo. Jo. Ich glaube, ich sollte das Abenteurer-Outfit wieder anziehen. Ja, das passt. Gefällt mir auch ganz gut, aber das hat halt nichts. Also von daher... Ein taktischer Abenteurer. Rennen ist leiser, wodurch Lara schwieriger zu entdecken ist. Ja, ist vielleicht gar nicht mal schlecht, aber komm. Ich hätte gern dieses Outfit. Fähigkeitenpunkt. Habe ich nur einen. Brauche ich erstmal nicht. Also unter 3 Fähigkeitenpunkte glaube ich nicht, dass sich das lohnt, da mal reinzugucken. Jo. Aber wie? Ich kann es nicht so wirklich erklären, warum, aber ich finde, die haben alle ihre... Das hier ist ein bisschen ungewöhnlich. Es zeigt Schafe, Lamas und Ziegen, obwohl ein einzelner Bauer normalerweise keine 3 Herden unterschiedlicher Tiere hüten würde. Dieses eine Lama, allein auf dem Hügel, das muss der Inka-Gott Urkuchilai sein. Er galt als Beschützer der Tiere und wurde oft als Lama dargestellt. Das hier ist eine Huldigung Urkuchilais, mit der die einheimischen Hirten demjenigen danken, der ihre Herden beschützt und so ihre Lebensgrundlage bewahrt. Super. Was ich sagen wollte... Hier war ich doch schon nicht. Ich finde, alle 3 Tomb Raider, die neueren, ja, haben ihren Charme. Durchaus noch ihre Daseinsberechtigung. Ja, das erste, das Tomb Raider von 2013, hat mir in dem Sinne auch sehr, wie gesagt, sehr gut gefallen. Also wirklich richtig gut. Lag einfach daran, es war neu, es war geil, es war wirklich mal eine verletzliche Lara, die dann später zu richtigen Badass-Tussi geworden ist. Deswegen kommt das auf die 220er Let's Play-Agenda. Rise of the Tomb Raider war auch sehr, 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 sehr geil. Auch wenn die Location vielleicht ein bisschen mitfühlend war. Also ich muss sagen, in dem Spiel, als die Lara da angefangen hat zu zittern und die ganze Zeit versucht hat, dort zu überleben und erst dort die Killerin wurde, ja, hat man dann schon mal mitgezittert. Neue Gesichter sehe ich immer gern. Ein schönes Gefühl zu wissen, dass unsere Gegend hier nicht vergessen ist. Auch gut für die Kasse, wenn du dir mal ansehen würdest, was wir im Laden so alles verkaufen. Das ist schön. Habe ich schon gemacht. Keine Angst.
Pinkes Haus, cool. Hat hier jemand ein bisschen pink eingerichtet. Schön. Alles ein bisschen runterkommen. Ich glaube nicht, dass die jetzt großartig Auswahl haben, aber es ist gemütlich. Ja, ein bisschen kaputt ist es schon, muss man sagen, aber schön gemacht. So als Kellerbude oder so. Oder so als Gartenbude würde ich mir das echt gefallen lassen. Der Dschungel nimmt sich, was er will. Sie. Es ist schwer, ihm Geheimnisse zu entlocken. Aber ich habe eins gefunden, glaube ich. Wirklich? Das Dorf hat viele Schichten. Zieht man eine ab, stößt man auf die nächste. Und noch eine. Es scheint eine lange Geschichte zu haben. Manchmal frage ich mich, ob es in irgendeiner Form schon seit dem Anbeginn der Zeit hier war. Du bist anders als die anderen. Welche anderen? Na, alle. Männer, die nach Öl und Gold suchen. Na und ja. Alles mitnehmen, was sie tragen können. Mach ich auch. Aha. Trinitys Angebot. Behalten Sie die eingeschränkte Verteilung von Vorräten bei. Wenn wir das Gebiet durchqueren, ist es für alle das Beste, wenn sich Ihre Leute über Ihre nächste Mahlzeit oder das Fieber der Kinder Gedanken machen, anstatt über das, was außerhalb des Dorfes geschieht. Sobald unsere Untersuchungen in der Gegend abgeschlossen sind, werden Sie von uns, wie versprochen, 24 Schön. Monate lang die doppelte Menge an Rationen erhalten, die Ihnen Care derzeit zukommen lässt. Vorausgesetzt natürlich, Sie halten Ihren Teil der Abmachung ein. Aha. Herzlichst, Estella Diaz, Leiterin der Abteilung für kommunale Hilfsprogramme, Trinity Orden. So, Trinity war also auch hier. Das sind ja die, die Möchtegern-Illuminaten, die alles ausbeuten wollen. Wie komme ich denn da in dieses Häuschen rein? Ich will in das Haus rein, aber wie komme ich da rein? Komme ich da so rein? Nein! Na gut, dann komme ich da so nicht rein. Komme ich da wenigstens hier so raus? Ich will doch nur in dieses Häuschen. Oh, hi. Ich bin nur am Baden. Ist natürlich gut, da wir gerade kennengelernt haben, dass das Wasser... Wie heißt, dass das Wasser nicht gesund ist? Ah, super. Cool. Okay, wir haben hier wieder Geheimnisse gefunden. Oh, schön. Ah, von da hätten wir auch reinkommen können. Okay, ich nehme alles zurück. Stimmt, ich glaube, das ist ja erst durch den Sturm passiert. Geradeaus, etwas weiter links. Lass mich raten, hier sind noch irgendwo... Naja. Will ich das kaputt machen? Nee, hier eigentlich nicht. Vielleicht will ich hier rein. Was haben wir denn hier? Stammbaum, eine Familiengeschichte. Das scheint Abbys Stammbaum zu sein. Ihre Familie lebt seit Hunderten von Jahren in diesem Dorf. Und wie es aussieht, ist sie mit den meisten Dorfbewohnern irgendwie verwandt. Alles klar, mit den meisten Dorfbewohnern irgendwie verwandt. Klingt jetzt nicht so geil. Warte mal, hier war doch irgendwo noch ein Dokument. Wo finden wir das? Ah, hier. Okay, alles klar. Treibstoff für die Zukunft. Ich habe ein wenig nachgeforscht und denke, wir könnten eine eigene Raffinerie bauen. Es wird allerdings große Anstrengungen erfordern und ich kann es nicht allein machen. Wir müssen einen Öltank mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern bauen. Der Rumpf des im Fluss gesunkenen Schiffes wäre dafür vermutlich geeignet. Irgendwelche Freiwilligen für eine Bergungsmission? Wir brauchen ein System, um das Rohöl zu sammeln. Wer will die Leitung der Eimerbrigade übernehmen? Sobald die Anlage steht, müssten wir Diesel, Kerosin und Benzin herstellen können.
Die Menge sollte auf jeden Fall für die Flugzeuge ausreichen und irgendwann vielleicht sogar Profit abwerfen. Super. Ja, grüß dich, Zelda. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?